Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Keepsake. Ich nehme gerade am Dienstag auf, um jetzt genau 15 Uhr. So, ich habe mich nachher noch mit jemandem zum Spielen verabredet. Ich werde dann das erste Mal Agar.io Multiplayer machen. Eventuell sogar mal irgendwann Multiplayer für meinen Kanal. Ich weiß es noch nicht. Wenn das hier rausgekommen ist, ist das bestimmt schon entschieden, weil ich ja jetzt so viel vorproduziert hatte. So, wir machen mal weiter. Mal schauen, ob ich mich da jetzt auskenne, wie es weitergehen muss. Also ich brauche irgendwie irgendwas mit Speer. Also das letzte Mal haben wir halt das soweit gelöst gehabt. Und ja, wir stehen jetzt halt hier, dürfen aber nicht nach oben, weil die zu uns sagen, dass wir erst eine Studentin sein müssen. Könnt ihr mir nochmal erklären, was ich tun muss? Ich würde gerne mehr über die Prüfung. Das brauchen wir nicht. Wie kann ich die Türen öffnen, die den Raum schützen? Könnt ihr mir noch einmal sagen, was ich tun muss? Wagst du es mir zu begegnen, Sterblicher? Ich bin der Hüter der Prüfung des Triumphs. Überwinde die Hindernisse, die ich für dich bereitet habe, und werde ein Student. Aber du kannst meine Prüfung erst versuchen, wenn du den Wächter... Muss ich irgendwie mit denen verschieden reden? Warte mal. Ich gehe mal hierhin weiter. Ach, und dann redet ein anderer. Oh, hups. Könnt ihr mir noch ein... Du musst die Prüfung der Treue absolvieren, deren Hüter ich bin. Okay. Wenn du meine Prüfung bestehst, lasse ich dich passieren. Okay, ja, und wie kann ich die Tür öffnen? Wie kann ich die Tür zu den Prüfungsräumen öffnen? Drehe den Schlüssel genau so oft, wie du Prüfungen bestehen musst. Dreimal. Und klopfe fest auf den Boden. Ganz normal. Dann richte deinen Speer auf den großen Edelstein. Speer? Okay, vielen Dank, Jungs. Super erklärt. Oh, halt, da geht's nicht weiter. Meinen Speer. Ich habe keinen Speer, oder? Hier sieht nichts aus wie ein Speer. Hier auch nicht. Das sind Cutscenes und... Nee. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal testweise überprüfen. Vielleicht hat sie ja irgendwas. Das war sehr clever von Nathaniel, den Zugang zum oberen Teil der Akademie zu versperren. Was unterstellst du Nathaniel da? Denk doch nach. Nur er kann die Wächter befehligen. Und jetzt können nur Studenten und Personal passieren. Und wenn alle, die in den oberen Teil der Akademie dürfen, bereits dort sind, wer soll dann kommen und seine Pläne vereiteln? Hm. Ich, wenn ich einen Weg finde, als Studentin durchzugehen, müssen die Wächter uns passieren lassen. Ich bin nicht sicher, ob ich mich als eine Studentin verkleiden kann. So einfach ist das nicht. Das sind magische Wesen. Die täuschst du nicht mit einem Kostüm. Hast du einen besseren Vorschlag? Ja, eine Studentin werden. Wir müssen die Wächter dazu bringen, uns zu helfen, ob sie wollen oder nicht. Okay, dann hätten wir halt so eine Tür hier. Diese Tür kriegst du nicht auf. Man muss sie mit Magie öffnen. Wow, danke schön, Zack. Weißt du? Das ist eine sehr tolle Hilfe. Ich schmeiß dich gleich darunter. Ich habe heute irgendwie auch leicht Kopfschmerzen oder so. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht im besten Modus zum Aufnehmen dieses Spiels bin. Allerdings habe ich auch viel Lust darauf. Man hört, also ich höre jedenfalls die ganze Zeit Menschen hantieren, denn unten ist auch gerade wieder Stuff am Goen. So, hier ist auch noch so eine Prüfungstür. Also ich denke mal, die müssten das sein, weil das sind drei Stück. Diese Tür kriegst du. Okay, Zack, das ist super, wirklich.
Soll ich so ein Fragezeichen anklicken? Eigentlich wollte ich das höchstens bei Rätseln machen. Ah, vielleicht führen sie ja Gespräche, wenn ich einfach weiter rauslaufe in Richtungen, in die ich gehen könnte. Wie zum Beispiel würde ich nochmal hinten zum Garten schauen. Das ist halt immer dieses lange Wege laufen. Ich denke, das wird noch oft kommen, dass wir immer wieder hin und her machen. Okay, Mustavio ist immer noch nicht da. So, da kommen wir in den Maschinenraum, oder? Oder geht's da unten wo raus? Ah, können wir hier vielleicht hin? Inzwischen? Ja, es ist jetzt mit Energie versorgt, also mit Strom. Okay, warte mal. Ich setze mal kurz so zwei Dinge um, dass ich das erste drehen müsste. Okay. Ja. Dann müsste ich ja jetzt doch versuchen, das Rätsel zu lösen. Also ich glaube, alles sollte sich einmal drehen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das hier oder das hier das einzige gescheite Teil dafür ist, weil nach hier rüber ist dann da nichts mehr. Ich probiere es mal damit. Das scheint mir eigentlich ein relativ guter Ansatz. Also dieses Dreiergestell hier unten, dann würde ich auch sagen, kommt hier eine leere Fläche hin. Wir haben ja drei leere Flächen insgesamt. So, dann könnte man hier noch das hin tun. Oder vielleicht auch das hier komplett hinpacken. Wenn wir das hier hin tun. Oh, das geht bis jetzt auf. Ich sage extra bis jetzt. Obwohl, ich meine, dass so eine Dreierformation, dass das irgendeine Richtigkeit hatte. So, dann muss ja das hier kommen. Das heißt dann auch, dass hier hinten nichts sein kann. Hier dreht sich jetzt schon mal so viel. Was habe ich denn noch? Ich habe nur zwei... die nach oben gehen. Das heißt, es sollte auch möglichst viele Verbindungen so nach oben hinhalten. Ich würde das gerne hier schon mal beenden. Dann könnte ich hier hoch. Aber dann würde es da auch wieder aufhören. Wir haben noch das hier, ne? Ja. Was könnte ich dann machen? Das hier geht dann nicht mehr. Das geht doch generell nicht mehr. Ach nee, halt. Hier ist ja das Teil. Was passiert, wenn ich das mache? Dann wäre das eins weiter oben. Dann könnte ich das dahin machen. Und dann gibt das Ganze wieder keinen Sinn mehr. Perfekt. Kann daran liegen, dass ich heute vielleicht nicht sehr gut denken kann, aber ich glaube, dass das nichts für mich wird. Hiermit könnte ich es halt wieder zurücksetzen. Und hier schauen, was sich dreht. Das hier könnte ich höchstens verbinden. Ja, und dann hört es auch schon fast auf.
Ich setze das Ganze einmal zurück. So, das Große kann sich nicht drehen, das heißt, ich muss mit was Kleinem starten. Die Frage ist halt auch, ob das so in Ordnung ist. Muss sich das da unten drehen, ist halt für mich wichtig. So, was wäre das andere gewesen? Was hatten wir jetzt ausprobiert gehabt? Hatten wir das? Ja, ich glaube. Dann probiere ich jetzt mal... Wo ist denn das andere? Ach so, da drüber. Nee. Das würde hier schon aufhören. Die und die. Nee, halt. Das geht doch nicht. Ach so, doch, aber wegen dem. Und wenn ich das hier so hätte, dann würde das da unten still stehen bleiben. Das heißt, das hier muss irgendwann mal wo oben zusammengehen. Definitiv. Nee, oder es bleibt halt dabei. Ach, dieses Spiel. Hier gibt es auch nichts, was das aufhalten kann. Das ist definitiv falsch. Deshalb bleibt eigentlich nur noch das. Oha. Das hier hinten sieht doch jetzt schon mal ganz vernünftig aus. Dann gibt es noch das. Aber das hier hört dann wieder auf. Oder dreht sich das da ganz oben? Nee. Leider auch nicht. Was ist das denn jetzt auf einmal so relativ gesehen wieder schwieriger? Das hier kann auf jeden Fall nicht das unterste sein. Aber dann bleibt auch nichts anderes mehr. Ich bin verdammt überfordert. Lass mich raten, der erste Hinweis ist, dass sich alle drehen müssen. Sieht so aus, als wären die Zahnräder der Wasserpumpe wieder durcheinander geraten. Du musst sie zurück in die richtige Position bringen, damit die Pumpe wieder funktioniert. Verwende den Hebel, um herauszufinden, welche funktionieren und welche nicht. Danke. Danke. Das ist jetzt irgendwie doof. Also mir gehen hier irgendwie die Möglichkeiten aus, weil ich irgendwie nur ein paar Anfänge zur Auswahl sehe. Aber irgendwie nichts davon so richtig stimmen mag. Hier bleibt dann auch wieder nur das. Dann muss das hier eigentlich das Richtige sein. Weil nach links hin kann auch nichts gehen. Also das ist definitiv der Start. Die Frage ist nur, wie es dann weitergeht. Dann kann das eigentlich nur hier dran. Da hört es doch schon auf, oder? Hä, aber ich hatte doch vorhin schon einen Anfang gehabt. Wo ist der denn auf einmal hin? Irgendwas übersehe ich hier gerade. Irgendwas, was ich vorhin hatte. Hä? Ich kann heute irgendwie nicht denken. Das ist ganz schön unvorteilhaft. Ach doch, hier oben so ein kleines konnte ich da hinlegen. Ja, das habe ich doch gesucht gehabt. Das ist definitiv richtig. Okay. So, und dann muss das dahin. Also, wir können ja mal
ganz kurz festlegen, was alles stimmt. Also dieser Teil hier unten ist meiner Meinung nach richtig. Und dann macht diese Reihe eigentlich einen total soliden Eindruck. Aber es bleibt dann noch übrig. Wenn ich das damit verbinden könnte, wäre ich schon mal richtig viel weiter. Ah, sieht doch quasi so aus, als müssten die alle in einer Reihe stehen. Außer ich nehme ein Stück heraus. Dann kann das Ganze auch eine Reihe kleiner sein. Und das hier muss definitiv auch dahin. Das funktioniert sonst nicht. Dann muss das aber dahin und dafür gibt es dann wiederum kein Verbindungsstück. Wieso ist das denn so viel fordernder als vorheriges? Also ich muss sagen, ich tue mich daran gerade echt schwer. Das ist doch dämlich. Was will man mir denn da noch als zweiten Tipp geben? Das halbe Zahnrad außerhalb des Kastens ist mit der Energiequelle verbunden. Ja, du musst dieses Zahnrad erst vervollständigen, indem du einen Teil austauschst, das ein kleines halbes Zahnrad unten hat. Das ist mir bewusst. Wenn das erledigt ist, wird dieses Teil wieder mit Strom versorgt und alle anderen vollständigen mit diesem Teil verbundenen Zahnräder ebenfalls. Die Energie wird weiterhin alle anliegenden Teile verteilen, sofern diese mit vollständigen Zahnrädern verbunden sind. Das Rätsel ist gelöst, sobald... War's das? Dankeschön. Danke. Ich brauche einen letzten Tipp zum Lösen des Rätsels und ich glaube, danach kann man das lösen lassen. Das ist doch so dumm. Ja gut, in 3 Minuten muss ich es lösen lassen, wenn ich bis dahin selber nicht schlau genug bin. Das macht auch keinen Sinn. Dann geht es hier nirgendwo weiter. Moment, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch nicht diese lange Reihe ausprobiert und dann bleibst noch du übrig. Oh, ich glaube, ich habe es jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es. Was bleibt dann noch? Ach komm, verarsch mich nicht, ich bin kurz davor. Nur die zwei müssen mit irgendwas verbunden sein. Irgendwas ist es hier. Das geht aber auch wiederum nicht. Ach, dieses Spiel, das ist doch unfassbar. Dass das jetzt eine ganze Folge lang nur passiert ist. Also mehr gibt es die Folge nicht zu sehen. Ein paar Zahnräder, wunderhübsch. Aber ich hatte so einen richtigen Ansatz und der wirkte irgendwie verdammt gut. Was ist nur passiert im Mittelteil, dass ich jetzt wieder am Anfang stehe? Nee. Das kann es auch nicht sein. So, halt, das war richtig.
Ah, das reagiert auch nicht schnell genug manchmal. Und dann wollte ich hier weitermachen und wollte das hier weiterlaufen lassen. Dann wäre das hier drüben komplett geklärt gewesen. Und ich hätte immer noch einen freien Platz hier drüben gehabt. Und dann muss das eigentlich, damit der Rest funktionieren kann, hier weitergehen. Dann habe ich hier noch eins, das passt auch perfekt. Und dann bleiben die zwei übrig. Hä? Ich könnte noch das machen. Dann würde sich das oberste am Ende nicht drehen. Ne, das würde es auch nicht bringen. Wow. Nee, das darf auch nicht ganz oben sein. Da muss definitiv dann noch so ein Einzelstück drüber. Ach, das geht nicht. Einen letzten Tipp. Um loszulegen, verbinde zunächst das Teil mit den drei Zahnrädern oben, unten und rechts mit dem halben Zahnrad außerhalb des Kastens. Ach so, halt. Nein, das ist das Falsche. Okay, warte. Nochmal, ich wollte eigentlich pausieren. Oben, unten und rechts. Das hier, ja, das habe ich auch genommen. Mit dem halben Zahnrad außerhalb des Kastens. Ja, das habe ich so gemacht. Verbinde über diesen Teil das andere mit den drei kleinen Zahnrädern oben, unten, links. Platziere alle anderen Teile um diese beiden herum. Okay, also das. Gut, wir sind schon 2 Minuten drüber, ist kein Problem. Werde ich halt mit Upload-Zeit bestraft. Dann kann dieses Teil eigentlich nur da dran kommen. Dann muss das da dran. Aber das sieht so falsch aus. Ich meine, ich habe das ja schon mal gehabt, oder? Ja, eigentlich schon. Was muss denn da drüber? Das. Dann kann das eigentlich nur hier hin. Das eigentlich nur hier hin. Das hier hin. Und das hier hin. Was ein Bullshit. Die Zahnräder drehen sich richtig, aber die Pumpe funktioniert immer noch nicht. Ich weiß warum. Also, entweder ist es daran zu entschuldigen, dass es mir heute nicht so gut geht wie sonst, oder das war bisher das schwierigste Rätsel. Keine Ahnung. Na gut, abgesehen von den Drehtellern, die ich natürlich durch göttliche Eingebung alle richtig platziert habe. Wow, das ist echt krasser Zufall gewesen. So, und jetzt funktioniert das Ganze wieder. Yay. Krieg ich jetzt einen Speer, bitte? Wofür sorgt die Pumpe denn nochmal? Eigentlich für die Wasserversorgung, oder? Oh! Fehlt uns das vielleicht für den Baum? Ich glaube, das fehlt für den Baum.
Das ist der Speier dafür, ne? Wow, diese Schule ist voller Wunder. Hoffentlich bemerkt das jemand. Wenn du beim Zaubern nur halb so talentiert bist wie beim Reparieren von kaputten Maschinen, wirst du einmal ein mächtiger und berühmter Zauberer. Okay, danke schön. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen bei Keepsake. Das hat jetzt relativ lange gedauert gehabt. Na toll. Das ist jetzt wieder doof. Aber in Ordnung. Naja, jetzt haben wir das wenigstens hinter uns. Ich weiß nicht, was genau es mir gebracht hat, aber vielleicht irgendwas mit dem Baum. Ich überlege derzeit noch, worauf das Ganze hinauslaufen soll, aber ich komme noch nicht so ganz klar. Ich muss nochmal schauen, vielleicht gab es irgendwas mit den Kisten von Mustavio, wodurch ich dann an einen Gegenstand kam. Eigentlich müsste der Typ mal bald auftauchen. Okay, hier ist er auch nicht. Ja gut, dann würde ich das an der Stelle beenden und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.